Der Sommer ist in vollem Gange. Spielt euren Freunden einen lustigen Streich. Esst Sand am Strand, nehmt einen Wurm aus einem Apfel und verwandelt ihn in ein Flamingo. Seht euch die neuen Sommerstreiche in unserem neuen Video an. Wir sind am Strand. Meine Freundin hat eine schöne Bräune und meine Haut sieht blass aus, als hätte ich ein ganzes Jahr im Keller verbracht. Das Geheimnis liegt am Bräunungsöl. Sie ist so nett, mir die Flasche zu geben. Gießt Pflanzenöl in eine leere Bräunungsölflasche hinein. Ich verteile das Öl auf meiner Haut, aber es riecht nicht nach Bräunungsöl, sondern nach Salatöl. Meine Freundin hat mir Pflanzenöl gegeben, während sie Bräunungsöl verwendet. Nein, danke. Ich brauche deine Streichgeschenke jetzt nicht. Ich reibe mich weiter mit dem Pflanzenöl ein. Dolly spielt im Sand. Das ist echt süß. Bis sie anfängt, direkt aus einem Eimer den Sand zu essen. Zerkleinert Mürbeteigkekse in einem Mixer. Legt die Krümel in einen Spielzeugeimer. Fügt jetzt eine essbare Muschel und einen essbaren Seestern hinzu. Setzt noch bunte Bonbons hinein. Ich muss meine Freundin sofort retten. Sie muss einen Sonnenstich bekommen haben. Sie kann noch keinen Sand essen. Aber als ich den Sand rieche, weiß ich, dass dieser Sand aus Keksen besteht. Und der Seestern ist aus Gummi. Dolly ist ein Mitglied in einer Flamingo-Herde. Sie trägt eine ausgefallene Sonnenbrille, verfolgt einen Flamingo-Umriss auf rosa Filz und schneidet vier Teile aus. Klebt zwei zusammen, um eine Doppelschicht zu machen. Macht einen Schnabel aus weißem und schwarzem Filz. Befestigt noch Perlen als Augen. Schneidet einen Kreis in den Flamingo. Um es an den Brillenrand anzupassen, befestigt den Flamingo an der Sonnenbrille. Dekoriert es noch mit rosa Federn. Wir machen lustige Selfies mit der pinkfarbenen Sonnenbrille. Die Flamingo-Sonnenbrille ist für den Strand genau das Richtige. Ihr könnt euch wie ein Paradiesvogel am Strand fühlen. Die Mädchen hatten den ganzen Tag Spaß am Strand. Sie sind geschwommen und haben sich gesonnt. Und abends bemerkt Dolly, dass sie einen Sonnenbrand bekommen hat. Emma hat eine spezielle Creme dagegen. Gießt saure Sahne in eine leere Flasche. Man kann den Unterschied zwischen Dolly und einem Flamingo nicht unterscheiden. Sie hätte nicht so viel Pflanzenöl auftragen sollen. Sie nimmt etwas Creme. Aber es stellt sich heraus, dass Emma ihre Freundin wieder reingelegt hat. Es gibt Sauerrahm in der Flasche statt Lotion. Es ist zwar nicht, wonach es aussieht, aber es funktioniert. Wir machen ein kleines Picknick. Ich bemerke einen Apfel, den meine Freundin essen will. Sehr gut. Ich lenke sie ab. Schau, da ist Brad Pitt. Und währenddessen vertausche ich die Äpfel. Schneidet ein Loch in den Apfel. Macht es noch tiefer mit einem Strohhalm. Und formt ein paar Löcher. Schneidet ein Gummiwurm ab. Und bemalt ihn mit dunklen Lebensmittelfarben. Verwendet jetzt essbaren Kleber, um den Wurm in den Apfel zu befestigen. Ich lege den Apfel neben meiner Freundin. Hä, da ist gar nicht Brad Pitt. Emma nimmt den Apfel, ohne ihn anzusehen. Ih, was machen die Monster in meinem Apfel? Ich untersuche ihn. Ah, das sind Gummiwürmer. Sie sind essbar. Daisy trinkt Tee aus ihrer Lieblingstasse und sie geht kurz weg. Sehr gut. Ich erhitze sie auf dem Herd. Natürlich nicht wirklich. Ich werde ihre Tasse mit einer geschmolzenen austauschen. Ihr braucht zwei gleiche Tassen. Eine Tasse zerschlagen wir mit einem Hammer. Dann bedecken wir Backpapier mit Fettcreme und geben Heißkleber darauf. Den ausgehärteten Kleber entfernen wir dann und bemalen ihn weiß. Schneidet das gleiche Musterfragment wie das auf der Tasse aus einer Serviette aus. Verwendet weißen Kleber, um es an den lackierten Kleber zu befestigen.
tragt eine dicke Schicht Heißkleber auf die abgeplatzte Tasse auf und befestigt den dekorierten Kleber. Den ausgehärteten Kleber bemalen wir dann weiß. Ich stelle die geschmolzene Tasse auf den Herd. Meine Freundin kommt zurück. Was ist mit meiner Tasse passiert? Blondie, was hast du gemacht? Aber dann bemerkt sie die Tasse in meinen Händen. Und jetzt ist alles klar. Das ist nur ein Streich. Puh, es ist so heiß. Ein Eis wäre jetzt toll. Die Freunde geben sich kühlende Überraschungsgeschenke. Mal sehen, was es ist. Wir machen eine weiße Zuckerpastenkugel, drückt es mit einer Zahnbürste an, damit es wie eine Eiskugel aussieht. Legt den Ball in ein Waffelhörnchen. Verteilt noch Schokosirup. Wir haben dafür Schokolade und Glasur geschmolzen. Dekoriert es noch mit Streuseln. Emma bekommt ihr Eis, aber es schmilzt nicht und es schmeckt nicht wie Eis, obwohl es süß ist. Das kühlt mich aber nicht ab. Aber Dolly bekommt auch ein Überraschungsgeschenk. In ihrem Paket ist ein Glühbirnhörnchen. Klebt eine spirale Glühbirne in ein Waffelhörnchen. Legt die gefälschte Eiscreme in eine ausgedrückte Eiscreme-Verpackung. Schneidet dann eine Zickzackkante aus. Die Mädchen haben sich gegenseitig reingelegt. Eine Portion Eiscreme mit einem doppelten Streich. Dolly hat Hunger. Sie träumt davon, ein dreifaches Mittagessen und ein Dessert zu essen. Aber sie hat nichts Essbares zur Hand. Emma liest die Gedanken von ihrer Freundin. Sie wird ihr einen seltsamen Hotdog geben. Es wird aus gesunden Zutaten hergestellt. Schält eine frische Karotte. Und formt sie zu einer Wurst. Und ritzt Linien ein, wie bei einer Grillwurst. Malt die Karotte mit Lebensmittelfarben an. Legt noch Kopfsalatblätter in ein Hotdogbrötchen und fügt die Karotte hinzu. Bedeckt es mit essbarem Kleber, um es glänzend aussehen zu lassen. Ich gebe das Essen meiner Freundin. Hier, isst den Hotdog. Ach, vergesst den Ketchup nicht. Es ist auch lecker. Befüllt deine leere Barbecue-Soße mit Marmelade. Verwendet eine Spritze. Ich gieße Marmelade auf die Gemüsewurst. Dolly beißt in den Hotdog. Das muss wohl ein vegetarischer sein. Aber sie tut so, als ob alles in Ordnung wäre. Dolly isst den ganzen Tag vegetarischen Hotdog, um ihre Freundin zu nerven. Und sie kleckert nicht. Übrigens, gibt es noch Ketchup? Ich habe ein tolles Aquarium. Kein Fisch kann entkommen. Mischt Gelatinepulver mit Zucker. Und fügt etwas Zitronensäure hinzu. Löst es in Wasser auf. Lasst es dann verhärten. Und legt es in ein Aquarium. Fügt noch Süßigkeitentropfen hinzu. Und einen Gummifisch. Befestigt Fische mit essbarem Kleber an den Wänden des Aquariums. Befüllt es jetzt noch mit blauem flüssigem Gelee. Bindet die Angelschnur an den gummiartigen Fisch und befestigt die Schnur an einem Holzstab. Hängt den Fisch so, dass die Schwanzflosse über dem Gelee ist. Schneidet die Angelschnur ab, wenn das Gelee ausgehärtet ist. Blondie ist überrascht, neue Tiere auf einem Regal zu finden. Aber dieses Aquarium ist merkwürdig. Die Fische bewegen sich nicht. Hat jemand die Zeit angehalten? Doch dann kommt meine Freundin mit zwei Löffeln an. Sie nimmt den Inhalt mit ihrem Löffel aus dem Aquarium und isst ihn. Willst du jetzt Fischsuppe essen? Aber es scheint ein leckeres Gelee zu sein. Dolly hat eine limitierte Sprite-Edition. Es ist eine besondere Kombination aus Dose und Flasche. Emma will das stilvolle Getränk. Gießt Sprite aus der Flasche und entfernt das Etikett. Schneidet die Flasche in zwei Hälften. Schneidet dann den Deckel von einer Dose ab. Gießt jetzt die Sprite in den unteren Teil der Flasche. Und befestigt den oberen Teil der Dose. Bemalt die Dose oben grün. Und befestigt das Etikett.
Die neue Dose ist viel interessanter als die alte. Emma öffnet das Getränk und schüttet sofort die Hälfte davon aus. Das neue Design ist aber noch nicht ausgereift, obwohl Dolly ihre kreative Fähigkeit mag. Wie fandet ihr unsere Sommerstreiche? Dann schreibt uns, ob ihr eure Freunde reinlegt und wie. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.